Thank you.
Chrissy, eine Zusammenfassung zum Spiel aus der Sicht von Hohen Limburg, bitte. Ja, heute ein 4-3 gegen euch. Ein sehr spannendes 4-3. Sehr spannende Matches, durchgehend ausgeglichen. Leider ohne Zuschauer aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Ich denke, wir beide Teams können super zufrieden sein, weil die Qualität aller Spiele war heute super. Und in Summe geht das 4-3 völlig in Ordnung. Und wir von unserer Seite aus sind total zufrieden. Und freuen uns auf den nächsten Besuch oder wenn wir euch besuchen dürfen. Das bleibt natürlich abzuwarten. Deswegen haben wir von unserer Seite aus die Spiele heute sehr genossen und haben einfach auch Spaß gehabt. Gegen euch immer fair. Das war schon immer so. Und Grüße gehen raus. Vielen Dank und danke nochmal für die Abholung vom Bahnhof und gleich zum Hinbringen. Gerne, gerne. So, Philipp, 3-4 Endstand. Wir fragen uns nicht richtig, aber woran hat es gelegen? Hi, bin ich hier. Woran hat es gelegen? Heute. Bla bla bla. Erstmal müssen wir sagen, es lief heute gut. Hinten raus, Punkt geholt gegen Hohen Limburg. Eine sehr nette, sehr sympathische Mannschaft, aber über die Jahre in der zweiten Liga immer Top 3 Team gewesen. Wir haben es halt echt geschafft, in den knappen Spielen gerade am Ende noch einen Punkt zu holen. So von vorne raus waren echt die Darmspiele schon also sehr schwer zu deklarieren. Also von vorne ab schon schwer zu sagen, ob wir da was holen überhaupt. Und da haben wir uns gut geschlagen, würde ich sagen, aber viel zu holen war da nicht. Deswegen die Herrenspiele. Die waren alle umkämpft, alle relativ knapp und konnten außer den zweiten Herren noch für die anderen drei Spiele gewinnen. Aber jetzt die beiden Spiele, die beiden Herren Einzel, liefen beide zeitgleich, beide gegen den fünften Satz. Alle haben gefightet und alle waren wirklich, es waren nur 20 Leute in der Halle, aber alle haben mitgefiebert. Das war wirklich richtig cool. Und woran hat es gelegen? Wir gehen weiter als Team, auch wenn wir verlieren, freuen wir uns, dass wir einen Punkt geholt haben. Wir holen raus, was geht. Deswegen auf jeden Fall ein großer Dank an Hohen Limburg. Dann haben wir uns auch abgeholt vom Bahnhof und wieder zum Bahnhof gebracht. Dafür nochmal einen ganz speziellen Dank. Und soweit von mir. Mal gucken, wie es weitergeht. Man of the Match hier im Hintergrund. Florian Kaminski mit 2 gewonnenen Spielen. Und Bernd Köhler ohne Satzverlust. Weil er nicht gespielt hat. Nein, er hat seine 3 Sätze gewonnen. So, Leute. Das war's von uns. Bis demnächst. Bleibt sauber.